eine gute Laune mitgebracht da oben. Ja? Super. Die Sportlerinnen und Sportler, seid ihr gut trainiert? Hervorragend. Dann würde ich sagen, kann es in wenigen Augenblicken auch schon hier losgehen. Aber es ist ein langer Tag und auch ich brauche zwischendurch vielleicht eine kurze Verschnaufpause. Deswegen habe ich wieder einen liebreizenden, wunderbaren Co-Moderator dabei. Auch er ist kein Unbekannter. Ein herzliches Willkommen, Alexander Marcos! Hallo Frankfurt! Wow! Du hast eigentlich kein Lieferstaub und da voll bis hinten hin. Du hast schon was verloren? Ja? Oh ja, ich löse mich schon auf. Ja, Alex, zum dritten Mal bist du jetzt dabei. Ja, zum dritten Mal, man sagt ja, man kommt immer dreimal. Einmal auf dem Weg nach oben, weil es mit der Karriere steil bergauf ist. Einmal, wenn man am Zenit ist. Und ich bin froh, dass ich heute zum dritten Mal da bin. Ich habe ja was verloren. Und zwar, meine Eltern haben immer gesagt, ich erzähle zu viel. Deswegen haben die mir was gezeigt, von dem sie glauben, dass es meine Sprache ein bisschen behindert. Ja, ein Tee. Heute 14-2003. Das ist ein Stehler. Thank you.
Ja, da geht noch ein bisschen was. Das blaue Band, genau, das jetzt nur noch als einziges zwischen uns und der Eröffnung steht. Und die Schere, die feierliche Schere, hat Bobby Bredalo schon in der Hand. Genau. Bobby, ist die Schere dieses Jahr gut geschärft? Ja. Wunderbar. Dann kommt jetzt der große Moment. Bobby, schneide das Band durch. Hallo. Genau. Sehr gut, dann klappt das. Wunderbar. Beschriftet. Ja, allerdings mit einem schwarzen Edding. Mitmachen? Leider schon ausgebucht, also alle, die sich angemeldet haben, haben Glück. Leider können wir da nicht. Erkennt man an den schönen grünen Wiesen. Und auch da gibt es einen Golf-Workshop ab 12 Uhr auf der Golf-Range in den Außenbereichen. Also, in Summe.